Geehrte Zuschauer, ein herzliches Willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Heute zu unserer abschließenden Sendung unserer Serie Phänomen Anastasia mit Band 10 Teil 4 Anasta. Nach dem Gespräch mit Herrn Kirsch werde ich Ihnen in der Abmoderation noch einige wichtige Informationen geben. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal interessante Minuten mit Anasta. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Phänomen Anastasia, Band 10, Teil 4, Anasta. Wie immer mein Begleiter im Studio, Herr Kirsch. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Herr Kirsch, es geht weiter im Kapitel Der Feuervogel. Da haben wir uns vorher schon unterhalten, wo es ja an Teil 3 anknüpft bei der Sauna. Genau, in diesem Modellbau am Ufer von diesem Taigasee ist dieser kleine Lehmhaufen gewesen, hieß Sauna zum Reinigen, und er hat diesen Traum zu fliegen. Und jetzt ist es so, der Herr Migret geht am nächsten Tag wieder hin und sieht, dass ein etwas größeres Modell gebaut wurde von dieser Sauna in Form eines Vogels. Also ein Rumpf, zwei Flügel, die einen Innenraum umfassen. Und ihm helfen, also dem Sohn, dem Volotta, helfen zwei Tiere, eine erschöpfte Wölfin mit, die tatzt noch voll Lehm, und eine Bärin knetet Lehm, also die sind dabei, den Lehm vorzubereiten, dass dann dieser Modellbau gut funktioniert. Und da ist dann an diesem Modell ein Eingangsraum jetzt auch geformt, und ich glaube, die Tochter, die Nastenka, die macht dann auch ein paar Löcher rein, dass also auch Sternenlicht mit in den Innenraum reinkommen soll. Und so immer mehr wird klar, was diese Sauna, die in Form eines Vogels ist, wie die funktionieren soll. Und zwar auf der Innenseite soll ein Feuer gemacht werden, deswegen auch Feuervogel. Und die Wärme von dem Feuer wärmt dann die Innenseite dieser Lehmwände. Und wenn die aufgeheizt sind, ist die Sauna bereit, dann geht man hinein, und dann wird die Strahlungswärme des heißen Lehms dann die Menschen aufwärmen. Und es gibt dann noch später die zusätzliche Empfehlung, eine Wanne mit Sand mit hineinzustellen während dem Aufwärmvorgang, dass man sich dann in diesen Sand hineinlegen möge, dass dann der Schweiß, der auch Giftstoffe aus dem Körper herauslässt, nicht am Körper entlang fließt, sondern direkt vom Sand aufgenommen wird, dass von allen Seiten diese Strahlungswärme dient. Das war komplett neu, ich hatte sowas noch nie vorher gehört. Dass also von warmem Sand habe ich schon mal Erfahrung für eine Schale, um die Hand reinzulegen, ja. Aber als Ganzkörper finde ich schon auch interessant. Und die Anastasia meint dann, dass dieser Feuervogel auch zu meditieren geeignet sei und man also auch eine geistige Reinigung, nicht nur eine körperliche Reinigung machen kann, und dass diese Bauweise bedeutender sei als die Dolmen. Und über die Bedeutung hatten wir in einer früheren Sendung schon auch mal gehabt. Es geht dann weiter, urteile nicht vorschnell. Ja, es ist so, dass Anastasia und Wladimir sich auf einen Fußmarsch begeben zur Lichtung vom Großvater von Anastasia. Es braucht ungefähr 2 Tagesmärsche, um dorthin zu kommen, und während dieser Wanderung kommen sie aufs Thema der verschiedenen Religionen, weil Religionen haben einerseits vielen Menschen schon Halt und Stütze gegeben, andererseits aber auch schon sehr, sehr, sehr viel Leid gebracht, und da ist so die Frage quasi, welche Religion taugt was und welche nicht, und da neigt er Richtung Urteilsfällung, und Anastasia lässt dann ein Hologramm im Raum erscheinen von der Ahnenreihe von Wladimir und gibt ihm noch einen Stock, den soll er benutzen wie ein Schwert, und dann zeigt sie quasi eine ganze Reihe direkt vom allerersten Ursprung, direkt von Gott. Die allerersten Urmenschen sind sehr unscharf, und dann irgendwann werden sie immer klarer erkennbar in den verschiedensten Trachten, Kleidern, Gesten, Frisuren und eindeutig auch unterschiedlichen Merkmalen von verschiedenen Religionen. Also manche haben ein Kreuz umhängen oder auch anderes. Und er soll dann bitte diejenigen Religionen quasi die Kette zerschlagen, die er verdammt haben will, nicht haben will. Und dann steht er da und macht es natürlich nicht, weil er im Prinzip, wenn er irgendeine Religion, ein Glied rausnimmt aus der Kette. Wenn er eine Religion verdammen würde und ihre Anhänger, dann würde er einen Teil seiner Ahnenkette, seiner eigenen Ahnenkette
rausschneiden und damit wäre die Verbindung zwischen ihm selbst und dem Ursprung unterbrochen. Und von daher ist es ein ja, sehr ökumenischer Artikel in dem Sinne oder Kapitel, dass alle Religionen, alle Menschen in unterschiedliche Glaubensrichtungen zusammenhängen. Wir sind im Prinzip alle Geschwister. Alle von einer Kette. Ich glaube. Alle von einem Ursprung. Und was ganz wichtig ist, dass wir Fehler erkennen, Lügen erkennen und sie uns merken, damit sie nicht wieder geschehen, aber nicht, dass sie bestraft werden müssen. So von der Umgangsweise her, mit. Ja. Die Volkspartei. Ja, ist nach 2 Tagen Marsch, kommen sie dann bei der Lichtung an vom Großvater und er sitzt unter einer Zeder und vor sich ist ein Holzstab, ein Ast in den Boden gesteckt und es tut sich nichts, er reagiert nicht darauf. Sie beiden warten respektvoll, ob er sich dann irgendwann mal meldet. Sie kommen etwas näher und ja, dann sprechen sie ihn doch an und anstatt zurück zu grüßen, hat der Großvater eine ganz interessante Reaktion. Er verkündet, dass die wichtige Sitzung für eine kurze Zeit unterbrochen wird. Also richtig formell. Unvorhergesehener Störung. Ja. Genau, ja. Das ist so, als ob da eine Gruppe von Menschen sitzt, die er anspricht. Von wegen, die Sitzung mit euch muss ich gerade mal unterbrechen. Diese Gruppe ist aber nicht da, nur der eine starb. Und die beiden sind völlig verwirrt. Das ist ein sehr kurzes Kapitel, aber er löst dann auf und sagt, ja, quasi die großen Parteien taugen so nichts. Er hat entschieden, er gründet eine Volkspartei mit sich alleine und er empfiehlt jedem, selber seine eigene Volkspartei zu gründen mit einem Mitglied, sich selber. Und diese sollen bitte dann auch Versammlungen abhalten. Und wenn sich dann die Vertreter der verschiedenen Volksparteien treffen, gibt es Kongresse. Und da treffen sich im Prinzip dann nur die Parteivorsitzenden, weil jede Partei hat eh nur einen Menschen. Das fand ich ja gut, der Hintergedanke ist ja daran, dass man sich mit den Gedanken damit auseinandersetzt, was will man eigentlich? Also wenn man sagt Volkspartei und es betrifft nur mich, dann was will ich eigentlich? Die meisten Leute wissen ja nicht, was sie selber wollen, sie wissen nur, was sie nicht wollen. Genau, wenn man quasi einen Führer hat, dem man nur hinterherläuft, dann weiß man nicht, was man selber will. Ja. Und wenn man sagt, ja, es gibt jetzt nur einen und das ist der Chef und das bin ich, weil ein anderer ist nicht da, dann muss man quasi ein eigenes Programm entwickeln. Und das Wort Partei kommt ja auch von Abtrennung, also Partitionen. Im Computer gibt es das ja auch, eine Teilmenge. Und als Mensch ist man quasi Geschwister mit allen anderen Menschen. Man ist aber quasi ein Einzelwesen. Dann ist auch angemessen, für diesen einen Menschen eine Partei zu gründen. So ist dieses Kapitel. Es geht dann weiter, die Erschließung von Neuland auf anderen Planeten. Da geht es jetzt in, sagt man neudeutsch, abgespaced, das Thema Weltraum, ganz was anderes als das pragmatisch-politische hier. Da ist ein interessantes Gespräch zwischen Anastasia und dem Herrn Maigret über das Thema biologische Methoden und technische Methoden. Und sie fragt zuerst, ob er es denn akzeptieren kann, dass alles, was im Technischen möglich ist, im Biologischen sowieso da ist, allerdings vollkommener. Als ein Beispiel ist das Thema Befruchtung, Zeugung, dass Kinder entstehen. Da gibt es die künstliche Befruchtung mit ganz, ganz viel Medizintechnik, ganz viel Kosten, ganz viel Aufwand. Das ist die technische Methode. Und die biologische, da sagt der Wladimir so schön, naja, da braucht man eigentlich nur noch ein Bett, selbst das brauchst du gar nicht. Und die biologische Methode und Kinder zu zeugen ist eine sehr hochstehende Technik, kann man nicht sagen, Biologie, ein sehr hochstehender Vorgang, dass wirklich ein Lebewesen entsteht. Und die technische Variante davon, diese künstliche Befruchtung, die kann es aus sich heraus nicht, aus dem Technischen alleine. Es braucht dazu Eizelle und Spermien vom biologischen, lebendigen Bereich, sonst passiert dort gar nichts im rein technischen. Und diese biologische Methodik ist einfach generell vollkommener. Und die technische ist vielleicht manchmal beeindruckender, weil es mehr surrt und blinkt und so weiter. Sie bedient mehr den Stolz und das Ego, aber im Großen und Ganzen ist das lebendige Biologische viel vollkommener.
Ja, und dann geht es weiter vom Gedankengang, wenn zu allem, was technisch gerade dargestellt wird, etwas Biologisches existieren kann, vielleicht haben wir es vergessen, aber es ist möglich, und es gibt technische Raumschiffe, dann müsste es doch auch biologisch möglich sein, in den Raum reisen zu können. Das ist schon in der Buchserie mehrfach angesprochen worden, mit dem Thema Psychoteleportation, dass wir über die Psyche, über unser Denken und Empfinden Körper bewegen können. Und ja, dass man gegebenenfalls einen ganzen Landsitz auch bewegen könnte. Das heißt, ein Stück Erdboden mit Pflanzen, mit Atmosphäre sogar. Das ist so dann das einleitende Kapitel, es wird dann ein bisschen später, geht es dann nochmal detaillierter darauf zu. Aber es ist ja quasi die gedankliche Vorbereitung, dass man über diese biologische Methodik auch den Weltraum eines Tages bereisen kann und auf anderen derzeit nicht biologisch aktiven Planeten auch paradiesische Gärten schaffen kann. Ja. Die Menschen der ersten Zivilisation, geht es weiter? Ja, das ist ein sehr langes, umfassendes Kapitel. Die sogenannten Urmenschen, Kinder Gottes, die überhaupt nicht in der Richtung waren, wie es uns in der Geschichte erzählt wird, von wegen so Höhlenmenschen und Faustkeil oder so, sondern das ist eine ganz komplett neue Umschreibung der Geschichte. Diese Kinder Gottes sind quasi sehr nah an den göttlichen Kompetenzen gewesen, lebten so in Harmonie mit der Schöpfung, die uns nicht vorstellbar ist derzeit. Und sie haben aber irgendwann wohl gemerkt, dass sie in Einzelnen von der Antivernunft befallen wurden und konnten das nicht stoppen und haben dann entschieden, dass sie sich selbst quasi löschen. Es ist deswegen keinerlei Informationen so erreichbar. Allerdings in jedem Menschen ist ein kleiner Krümel, ein kleiner Splitter dieses Wissens der Erinnerung an die Urmenschen enthalten. Und in der normalen Geschichtsschreibung, in der Ausgrabung, es ist davon nichts zu finden, aber es gab mal die Menschen, die quasi völlig im Paradies lebten. Und unsere übliche Geschichtsschreibung, das ist jetzt ein ganz interessantes Thema, es gibt durchaus ja archäologische Funde von Höhlenbewohnungen und Höhlenzeichnungen und Faustkeilen, primitiven Werkzeugen. Und es wird hier auch ausgeführt, wenn es dann in diese Höhlenzeichnung geht, zu Abbildungen von Raumfahrern. Da gibt es ja den bekannten Herrn Erich von Däniken mit seiner Forschung von sogenannten Außerirdischen. Und hier wird es erklärt, dass es Erdlinge sind, weil diese große Globalzerstörung alle Millionen Jahre aufgetaucht. Die Menschheit hat sich quasi entwickelt, weg von der Natur in Richtung Technik. Es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und plötzlich großen Crash. Und die Elite hat kurz vor dem großen Crash erkannt, wir müssen uns retten, sind ins Raumschiff, in den Orbit der Erde und haben ein paar Jahrzehnte gewartet mit ihren Vorräten. Unten drin gab es dann die Feuerhölle auf der Erde. Ein paar wenige haben überlebt mit Höhlenbewohnern und Faustkeil quasi. Und dann kamen die ehemaligen Elite-Menschen wieder auf dem Raumschiff zur Erde runter. Die Vorräte waren aufgebraucht und die überlebenden Erdlinge, die vielleicht nach 60 Jahren gar nicht mehr wussten, was für eine hochtechnisierte Zivilisation dort war, die kannten keine Raumschiffe, die kannten keine Computer und gar nichts, was da plötzlich kam. Und von daher stimmt im Prinzip mehreres laut dieser Aussage, dass einerseits es solche Höhlenmenschen gab, primitivst. Das waren aber die, die die Hölle erlebt hatten, nachdem eine technische Gesellschaft kaputt gegangen war. Und es stimmen die Aussagen, dass Menschen mit Raumschiffen gelandet sind. In der Bibel gibt es ja auch Zitate. Allerdings, das Bild wird erst rund über dieses Kapitel, dass es heißt, es waren Erdlinge, die diese Hölle überleben wollten im selbstgebauten Raumschiff. Die für uns so wie Götter dargestellt werden. Die für die unten leben dann wie Götter aussahen, genau. So, das Geschenk der ersten irdischen Zivilisation? Ja, es ist so, dass das Modell von dem Volodya, der hat in der Mitte neben der Sauna noch eine Fläche gebaut mit einem Spiegel, mit Wasser drauf. Er nennt es den Wasserspiegelkreis und außenrum noch ein paar Fackeln. Anastasia ist ganz verwundert von wegen, was brennt denn da? Da sagt er Öl. Und dann ist sie ganz verwundert, ob denn die Urahnen genehmigt haben, ihr Blut anzuzünden. Sie bezeichnet also das Erdöl als Blut der Urahnen.
Und der Wolodja hat wohl diverse Impulse dieser Urahnen, der Urmenschen aufgegriffen, dieser ersten Zivilisation. Und dann wird plötzlich ausgeführt, dass dieses Modell eines Landsitzes außenrum die Hecke mit Pflanzen aus der Taiga schützt den Raum. Und diese Sauna hilft, dass die Menschen sich reinigen können. Und das ganze, der ganze Landsitz sei wohl die Konstruktion eines interplanetaren Raumschiffs geworden, dass das gesamte Hektar eines Tages sich bewegen könnte in Gedankengeschwindigkeit. Das wäre dann die Teleportation eines biosphärischen Raumes. Das ist das nächste Kapitel, dann heißt, genau. Da kommt der Großvater dann dazu, der ist dann auch diese Strecke gelaufen, um das Modell anzuschauen. Und betrachtet es auch sehr lange und geht es auch noch darum, um den Sohn dieser Wolodja, der das quasi entwickelt hat. Dann sagt er, ja, puh, der könnte als Messias betrachtet werden, aber das ist wieder gefährlich, dann könnte dann der Stolz ihn auffressen. Und der Sohn überreicht seinem Vater noch ein Geschenk, bittet ihn, das Geschenk anzunehmen und der Sohn hält dann eine leere Hand. Also optisch leer. Der Vater versteht nicht ganz, was er soll. Die Tochter holt den Vater noch hin und sagt, nimm das Geschenk. Und dann lässt er es sich geben. Dann spürt er etwas Warmes, Pulsierendes in seiner Hand, nimmt es zu sich. Und dann erfüllt es ihn mit Wärme. Er weiß nicht genau, was es ist, aber irgendetwas ist es. Und dann verkündet der Sohn, dass er jetzt in die Welt hinausgeht. Als einer unter vielen fällt er nicht auf. Und er hat ja in einem früheren Buch schon mal gesagt, er hat die Aufgabe, das fortzusetzen, was sein Vater begonnen hat. Also den Planeten Erde schön zu machen. Und wo er jetzt unterwegs ist, wissen wir nicht. Und es ist sogar so, dass dann der Herr Maigret als Abschlusskapitel dann noch einfügt, einen Brief an seinen Sohn. Einen offenen Brief sozusagen. Ja, er hat überlegt, wo könnte er hinschicken. Der Sohn hat natürlich keine Postadresse und dann hat er es entschieden, diesen Brief in das Buch zu veröffentlichen, weil das Buch ist ja ein Bestseller. Die ganze Buchserie wird ja in großer Stückzahl gedruckt, also insbesondere in Russland. Und dann wird er es dort irgendwo auch mal lesen können. Und dann beschreibt er, dass er jetzt im September 2009 begonnen hat, dieses Modell auf diesem Hektar, auf diesem ehemals verwahrlosten Hektar Stück für Stück zu realisieren, hat er Roggen angebaut, diese Erdwelle hat er gemacht und hat einen Spiegel gekauft, achteckig statt rund, aber den hat er halt bekommen und dann hat er schon gemerkt, als er dann da Wasser noch drauf gegossen hat, wurde es ihm etwas komisch und ja, Anastasie hat es auch öfters betrachtet, dieses Modell und es sei wohl so, dass diese Spiegel mit den Fackeln sei wohl die Starttaste, um dieses Raumschiff zu betätigen. Und da Wladimir etwas in Sorge, die Bedienungsanleitung fehlt. Also für jedes kleinste Gerätchen, was man kauft, gibt es eine Bedienungsanleitung. Aber das habe ich hier ein Raumschiff im Rohbau, meine Wortwahl, aber die Bedienungsanleitung fehlt. Und dann schreibt er in dem Brief auch noch die Sorge von wegen, ja, ist ja alles klasse, was du machst, sinngemäß, aber wie kannst du mal eine passende Partnerin, eine Braut finden, die dir ebenbürtig ist, weil die jungen Frauen, die interessieren sich doch für alles mögliche andere und wenn du eine gefunden hast, wo dein Herz danach sich freut, dann lade sie ein, auf diesen Landsitz zu kommen, den er jetzt gerade anlegt als Vater, weil der Sohn hat ja diese Idee und dann ist es von daher auch die Verwirklichung der Vision des Sohnes und dann wird sie vielleicht Stück für Stück die größere Dimension auch erkennen können. Mhm. Von ihm oder sein wahres Selbst, sein wahrnehmen können. Zum Abschluss haben Sie noch ein Zitat für uns. Da habe ich etwas herausgefunden. Da geht es um die Situation, wo der Herr Maigret sich vorstellt, wie das dann ist mit dem Spiegel auch. Und dann spiegeln sich da auch die Sterne des Nachts und dann die Sterne werden denken. Dort unten auf der Erde erglänzt ein ganz kleiner Punkt von ungewöhnlicher Strahlkraft. Der Punkt ist nur einen Hektar groß, aber sein Licht erfreut uns. Die Sterne wissen noch nicht, dass es schon bald immer mehr solcher Punkte auf der Erde geben wird. Die ganze Erde wird von solchem wohltuenden Licht erleuchtet werden und wird so durch die kosmischen Weiten Güte erstrahlen lassen.
Vielen Dank, Herr Kirsch. Wir sind durch mit den 10 Bänden. Langes halbes Jahr haben wir zusammen hier das durchgestanden und durchgekämpft. Ich bedanke mich. Und wir sehen uns noch einmal für Ihren Index. Wo wir das nochmal besprechen werden, wie man denn mit diesen 10 Bänden arbeiten kann. Ich freue mich drauf. Liebe Zuschauer, bis gleich. Liebe Zuschauer, ein feierlicher Moment. Unsere Mammutserie Phänomen Anastasia mit den klingenden Zedern Russlands hat nach über 8 Monaten Aufnahmen und 37 Sendungen ihren Abschluss gefunden. Ich möchte mich bei Ihnen und vor allem bei Herrn Kirsch für die treue Begleitung recht herzlich bedanken. Auch für die durchweg positive Resonanz und Zuschriften ein herzliches Dankeschön. Es ist aber kein Abschluss für immer. Herr Maigret, der Buchautor, wird am 27. August diesen Jahres in Tallinn, Estland, einen Vortrag halten. Und danach auch noch einmal in Helsinki. Wir hoffen, für Sie mit der Kamera dabei sein zu können und geben Ihnen die aktuellsten Informationen. Des Weiteren sind zu einzelnen Themen, die wir für überaus wichtig erachten, wie zum Beispiel göttliche Ernährung oder nehmt Jesus Christus vom Kreuz, zusätzliche Einzelsendungen geplant. Auch ist bereits geplant, Familienlandsitze in Deutschland und auch in Russland zu besuchen und Ihnen deren Erfahrungen mitzuteilen. Und wer jetzt noch in Steinschluchten, also in Städten lebt, denken Sie daran, für einen Familienlandsitz, für ein Leben im Einklang mit Mutter Natur, also für ein gesundes Leben mit der Schöpfung und für die Verschönerung unseres Lebensraumes ist es nie zu spät. Schon Martin Luther sagte, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. In diesem Sinne auf ein baldiges Wiedersehen hier in Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.